Servus. Servus, grüß dich, Kevin. Da sind wir wieder. Heute ohne Bier. Für mich ein monatelanges ohne Bier-Podcast auf jeden Fall. Ach ja, willst du jetzt starten, ja, oder? Genau. Sagst du das wirklich durch? Ja. Dann brauche ich also die nächsten, im nächsten Monat keinen Kontakt zu dir. Nein, suchen. Auf keinen Fall. Ja. Okay. Aber kommen wir erstmal zum behinderten Tierfakt. Und zwar glaube ich, dass wir zwar Giraffen sind, weil männliche Giraffen am Urin des Weibchens rühren und den ertrinken und zum Schauen, ob sie gerade fruchtbar ist. Ah ja. Ja. Dann ist es Fakt, ja. Dann ist es definitiv. Du schaust gerade, wir müssen, ja, wir sind noch keine Podcast-Profis, wir müssen schauen, was vom Pegel her ist. Nein, ich hab's nur gelernt gemacht, wie sieht, was abgeht. Okay. Also, wenn man so rüber schauen kann, so ganz suffisant da. Weißt du, wie hast du schon mal Giraffen kämpfen sehen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon darüber geredet haben, schaut geil aus. Ja. Gibt nichts Cooleres wie Giraffen, die miteinander kämpfen, weil sie mit einer Hälse schlagen. Ja. Nein, also kleine Hörner, tatsächlich. Das habe ich nicht gewusst. Das bedeutet, die hauen, ich habe mir gedacht, die hauen so seitlich, aber es ist wirklich mit dem Horn. Ja. Sind es wirklich Hörner? Ich glaube schon. Also es ist nicht. Das habe ich beobachtet, nicht gelesen. Okay. Also, das schaut ein bisschen aus wie Ohren. Könnten auch Ohren sein, aber die haben zusätzlich Ohren. Das war sau praktisch, wenn es vier Ohren hätten. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob es da dann auch so Unterschiede gibt zwischen Weiberl und Mandel. Ob das die Händel und Mandel haben wir bei den, weil eigentlich ist eine Giraffe nur eine äußerst langgestreckte Reh. Ja, Reh. Kuh. Ja. Es steht äußerst wie ein scheiß Reh. Eigentlich gell? Schon, ja. Es Kängurus. Reh. Hirsche. Reh. Antilopen. Reh. Rehe. Rehe, ja. Reh. Nein, ist Fakt, ja. Das ist wirklich Fakt. Nein, netter Tierfakt, vielen Dank dafür. Gern. Wärst da, aber habe ich schon gekannt. Hast du schon gekannt? Habe ich wirklich schon gekannt. Ja. Controlling, dass ich mir letztens einfach die 20 coolsten Tierfakte durchgelesen habe. Wahrscheinlich auf derselben Seite. Aber ich bin dafür, dass wir nur noch Tierfakte raushören, die wir schon gekannt haben. Dann können wir es halt nur noch zweimal machen, glaube ich, in dem Podcast mit den Tierfakten. Ja, kann dann schwierig werden, auf jeden Fall. Mei, was ist die Woche passiert? Jetzt haben wir ein bisschen was zu berichten. Jetzt haben wir wirklich was zu berichten. Zum einen waren die Glue-Boys da, ich strukturiere es noch kurz. Bitte, ja. Wir haben hier Reels draht und uns ein bisschen beschnuppert, kennengelernt im Real Life nochmal. Wir waren auf dem Bartelmarkt. Was jetzt schon eine Frage vorwegnimmt. Ist jetzt raus. Genau, das ist die Woche passiert. Habe ich noch was? Nein, das war's. Habe ich auswendig gelernt. Ja, die Clue Boys waren da. Ich glaube, dass wir und die Clue Boys in einem anderen Zeitalter schon mal in irgendeiner Form Trinkpartner waren. Also es gibt manchmal Leute, die triffst und denkst, mit denen kannst du relativ kurz helfen. No. Das bedeutet, das Real dran hat sich, sagen wir mal, um 2-3 Stunden, glaube ich, verzögert, bis wir da. Bis wir losgelegt haben, auf überhaupt, jeden Fall. Würde ich sagen. Ja. Bis wir überhaupt angefangen haben, ja. Wir haben so viel zu erzählen gehabt. Ja. Und ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass ich die drei Boys relativ okay gefunden habe, war, dass ich mir von vornherein einen Namen gemerkt habe. Ja. Aber die haben einen sehr eingängigen Namen. Ja, das stimmt, ja. Es gibt noch einen Ausreißer, der hat einen sehr langweiligen Namen. Ja. Max. Ja. Da denke ich mir, ja. Muss es auch angeben. Hätte man anders machen können. Ja. Aber er ist wahrscheinlich Maximilius. Oh ja, das kann sein. Nicht Maximilian, sondern oder Maximus. Ja, ich glaube Maximus tatsächlich, ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich. Das kann es sein. Ja, und dann haben wir Reels draht, ein paar von denen habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Olli. Bestaunen dürfen. Ja. Gestern wollte ich auch noch eins hochladen, aber Instagram immer bei dieselben Prozent hängen geblieben und dann keinen Bock mehr gehabt. Okay, warum? Also ich meine, warum hier WLAN? Wahrscheinlich, ja. Aber es hat, es hat jetzt auch da nicht funktioniert. Okay. Ja, also werde ich einfach mal was Neues hochladen. Ja, hilft nichts. Aber ist schlecht, real. Also. Ja, wir haben 10 Ideen plus gehabt. Ja. 4 vielleicht umgesetzt. Ja. 3. Ja. Und wir haben dann spontan ein bisschen was gemacht. Der Isaac hat fast ins Glas gekotzt. Oder er hat in deinem Mixer gekotzt, oder? Ja, fast. Also ausgespuckt. Ja, ein bisschen. Nicht richtig gekotzt. Nein. Ja, endlich Checkers Humor erreicht. Ja, ist eine Zeit geworden, ja. Da. Und dann waren wir noch essen mit den Clue Boys. Und das war's dann eigentlich, ja. Saubsoffen waren wir. Also saubsoffen. Ja, saubsoffen sind wir drüber, aber schon getrunken. Ja, danke an unseren Fahrer an der Stelle nochmal, der hier ausgeharrt hat. Ja. Und danke natürlich auch an den Fahrer der Clue Boys. Ja, der das waren sie nämlich sich selber. Ja.
Ihr müsst wissen, ich möchte jetzt auch nicht die Geschichten, die der Isaac euch selber noch erzählen wird, vorgreifen. Aber der Isaac darf rein rechtlich, ist ihm gestattet, mit 6,5 und 2 Stamperl zum Fahren. Ist auch so nachgewiesen worden beim Alkoholtest. Er hat lustigerweise dann nach der Polizeikontrolle, nachdem er 0,4 irgendwas gehabt hat, auch zugegeben, dass er 6,5 gehabt hat. Und zwar Stempel. Das, ja. Was ich mutig finde. Ja. Aber sie haben ihn weiterfahren lassen, weil ich mein, der Alkoholtest war eindeutig. Ja. Und man kann ja alles behaupten. Vielleicht wird er noch angehen von der Polizei. Ja. Das hat euch wie in einem Podcast verzeiht, ja. Vermute ich mal. Also ich habe jetzt noch nicht so oft reingehört, muss ich gestehen. Ja, ich habe noch gar nicht reingehört. Ja. Du? Ich habe nur die TikToks gesehen. Die Podcast-TikToks. Die Podcast-TikToks, ja. Sind die auch auf TikTok? Oder die sind auf TikTok, Instagram, ja. Gemeinderatssitzung aus deiner Podcast. Das weiß ich, ja. Schon könntest du auch mal vorbeischauen, wenn wir mal wieder 6-wöchige Pause machen. Ja, sie haben einen österreichischen Podcast-Preis auch dafür gekriegt, oder irgendeinen Preis auf jeden Fall. Und die Titel sind ähnlich wie unsere, da habe ich mir einmal kurz durchgelesen. Das stimmt, ja. Also scheinbar. Schon, also was mache ich jetzt? Also ich sage mal, wenn es einen von uns kennt, müsst ihr die Glue Boys nicht kennen, nicht mehr kennenlernen und andersrum auch. Schon, ja. Also das sind eigentlich. Sind außer du magst halt lieber den österreichischen Dialekt oder halt umdreht lieber den bayerischen, dann kannst du dich entscheiden. Ja. Und ich glaube, wir reden noch viel ruhiger und gelangweilter. Wir? Ja. Schon, ja. Ja, du bist heute auch schon besonders ruhig, weil ich merke, du bist frustriert wegen dem Bier. Man merkt, das ist ich habe nicht gewusst, dass du jetzt einen Monat Pause machst, weil sonst hätte ich jetzt hier schon noch einen gesüffelten Abschluss. Ach so, ja. Noch könnte man jetzt unterbrechen und meine holen. Ja. Dann machen wir das, oder? Das habe ich nicht wissen können. Ja. Dann unterbrechen wir hier kurz. Ja. So, jetzt. Noch was zum Augen. Jetzt kommt ein bisschen Schwung hier rein. Da ist der offizielle. Da ist ein Sachtel Stativplatten. Super. Und alle vier. Das habe ich null auf dem Schirm gehabt. So, 1, 2, 3 und. Shay. Weg mit dem Scheiß. Ja. Prost. Auf einen guten Podcast. Ja. Ja, das ist keine Sappe, deswegen hätte ich fast gekotzt. Nein, Schmarrn. No. Keine Gustelheit an der Stelle. Nein. Auf keinen Fall. So. Bringt dann solide durch den Winter. Ich möchte die Struktur nicht durcheinander bringen, auf keinen Fall. No. Wir wären jetzt wahrscheinlich, wir müssen mal schauen, wenn wir das Podcast technisch machen, weil der halt auch mehr. Jetzt erst einmal 3 Wochen im Urlaub ist. Ich weiß nicht, ob ich herschaue dafür, können wir mal überlegen. No. Ansonsten fällt es da eh relativ leicht dann, wenn wir uns jetzt 3 Wochen nicht sehen. No, sure. Ja, wenn wir uns 3 Wochen nicht sehen, gibt es für mich auch wesentlich weniger Gründe zum Saufen. No. Das ist immer ganz praktisch. Ja. Und machst Fitnessgründe? Wir haben ja letztens einen Fitness-Podcast. Ja, das ist dann halt unser Thema dann quasi. Also was? Als Leben ohne Alkohol. Das Tagesthema, ja. Aber erst einmal noch zum, was passiert ist. Battlemarkt waren wir. Sind noch 4 in der Früh losgefahren von uns aus. So geil. Jetzt kennt ihr wieder ausrechnen, wo wir ungefähr wohnen. Aber das war letztes Mal, haben wir das schon gesagt, gell? Ja. Na, 4 in der Früh losgefahren. Ich habe einen Harry abgeholt, bin dann zu dir gefahren und dann sind wir vor der Sabrina nach Oberstimm. Manching gefahren worden. Und waren um 6:15 waren wir da. Haben wir auf jetzt Weg, wissen sie es halt ganz genau. Ja. Haben wir auf dem Weg 2,5 gesoffen, glaube ich, oder? Ehrlich war das. Schon, ja. Vor allem, ich weiß nicht, als ich im Auto gehockt bin, ich habe für uns 3,5 mitgenommen jeweils. Und habe mir gedacht, du musst jetzt auf der Hinfahrt noch nicht 2,5 saufen. Ja. Das ist einfach nicht notwendig, habe ich mir gedacht. Weil vor Ort geht es ja um nichts anderes als zum Saufen. Da ist ja Saufen kein Begleitgetränk, sondern es geht in einem Bierzelt ja nur um Saufen. Deswegen liebe ich Bierzelte, also unendlich. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt, du möchtest ja trotzdem immer, also wenn einer was bestellt, dann bestellst du für gewöhnlich auch gleich nochmal eine Masse mit. Und wenn du dann natürlich trotzdem 2,5 Vorsprung hast, dann
bist ja auch eine Masse voraus und so. Ja, du verstehst meinen Gedankengang. Ja, ich habe schon gewusst, dass unser Tisch, der mir auch eine halbe teilweise und dann teilweise zwei halbe gesoffen. Ja. Ich habe mich jetzt von dem Ding gelöst mit dem Warten. Ich bestelle einfach, wenn ich laufe. Ja, also, habe ich festgestellt. Ja, da bin ich raus. Ich bestelle dann immer, wenn ich wieder eine runtergeschmissen habe. Ja. Mir ist nämlich ein Dreiviertel der Maskrug, also ein Dreiviertel voller Maskrug. Das werde ich mal untersuchen lassen, das ist das zweite Mal in 3 Monaten passiert. Einmal ist mir eine halbe Flasche einfach so aus der Hand gefallen. Also einfach so. No. Also, und das war relativ am Anfang jetzt im Battlemarkt. Mir ist der komplette Maskrug über den Tag gestanden, der war einfach weg. Ja, einfach runtergefallen. Also rutschig war der. Ey, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Okay, na, das ist komisch. Ich habe Angst, dass ich vielleicht eine ganz seltene Nervenkrankheit habe. Ja. Aber ich könnte es mir nicht erklären. Nein, aber für das hat er einen Griff eigentlich. Ja, irgendwie habe ich ihn halt, glaube ich, gerade nicht am Griff gehabt. Ja. Ich glaube, das ist so ein ADHS-Ding gewesen. Ich war abgelenkt, ich wollte gerade mit den anderen Leuten reden und dann habe ich das Halten vergessen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich da was dafür kann. Also von den 120 Euro, die ich dabei gehabt habe, habe ich auf jeden Fall 110 genau gebraucht. Mhm. Ich habe, was richtig strange ist, ich hab nur 80 gebraucht. Okay. Ich habe noch eine Runde dann zum Schluss am Pilzding gezahlt, da war sie gerade nicht da. Ah, okay, gut. Das war schon unter 50 mehr, wenn man noch kauft. Die haben wir aber auch gekauft, aber ich bin mir nicht sicher, ob man der MJD ausgemacht. Okay. Und bei mir war es ein Lachs-Semi, der war so gut. Lachs. Hast du auch ein Lachs? Ich mag keine normale Fisch-Semi nicht. Also so ein Matthias-Ding, magst du nicht? Ein Hering oder was? Ja, genau, ich mag nicht den Roten. Ja, mag ich auch lieber, aber ist auch mal, du, versteh mich nicht falsch. Aber das ist auch sowas, was ich seit der Kindheit nicht mehr gegessen habe, deswegen kann es mir vielleicht jetzt schon wieder schmecken. Mal probieren. Ja, probier es einmal. Ja. Auf alle Fälle. Ja, sonst am Battlemarkt auch nicht gespielt, da waren wir da. Ja, also erzähl mal was, also du musst ja den Leuten teilen, für die Leute, die am Battlemarkt nicht kennen, weil ich muss gestehen, ich habe am Battlemarkt erst durch den MJ, über den Battlemarkt erst durch den MJ erfahren. Vom Battlemarkt. No. Ja, egal. Und du bist einfach ab 6 da. No. Und es gibt, ich glaube, ab 6 gibt es auch schon Bier, gell? Also wir sind da keine Stunde geguckt. Nein. Ab 6 gibt es Bier, ab 7 fängt Band an. Genau so war es, ja. Und es ist halt einfach nur geisterkrank, wenn du da um 6 da bist. Die ganze Zeit, da waren alle voll. Es wirkt eigentlich so, also wie viele Leute so früh aufstehen. Ja. Nur um sie komplett behindert zum Saufen. Das ist das, was mir so. Also das sind so die Momente, wo ich merke, Mensch, halt, Menschheit halt doch nur irgendwie zusammen. Ja, schon, gemeinsam so ein Ziel. Strang, richtig, ja. Ja, zumindest in Bayern. Und das war schon surreal, weil das sind ja so Zeiten, wo ich für gewöhnlich heimgehe. Ja. Das, wo langsam die Sonne wieder aufgeht und da habe ich Saufen angefangen. Und das vielleicht war das auch die Lösung, wenn du einfach so jetzt so eine Battlemarkt-Festzeit einfach auf dem Gazastreifen stehst. Mhm. Und dann sagst du, jetzt lass dir mal einen Religionsscheißtrick. Ja. So, du glaubst an Kanon und die Zauberfee und der andere Zauberfee. Und irgendeine Hex, genau. Und das lassen wir zuerst einmal beiseite und dann hocken wir die da rein und dann saufen. Dann gehen wir erst einmal ins Zelt und fahren Bob. Ja, dann hofft man, dass es nicht so läuft wie in Tirol und dass sie sich die ganze Zeit futzen. Ja. Sondern dass es dann läuft wie bei uns. Ich glaube, es hat sich, also ich habe nicht in Erinnerung, dass sie noch schlafen. Ich habe schon einmal mitgekriegt, dass es, glaube ich, in irgendeiner Form Streit gegeben hat. Aber warum? Die wollten einfach nur friedlich. No. Saufen. Also ich habe das noch nie in einem Zelt erlebt, vielleicht war ich in die falschen Zelten bisher, aber 2 Songs gespielt beim zweiten Song. Ich glaube, wir waren pissen. Ja, wir waren gemeinsam pissen. Wir sind wiedergekommen und jeder war auf die Bank. Ja. No. Und es war das klassische, ich nenne es, weil ich das erste Mal erlebt habe, das klassische Cancun-Syndrom hier. Du hast 45 Sekunden Hook gespielt. Ja. Und dann ist die nächste Hook gekommen. Nächster Song. Und ich habe gar nicht nur noch Brecher gekommen. Ja. Da merkst du erst einmal wieder, wie viele geile Songs es gibt. Ja. Also das war und irre. Wie kurz mehr Aufmerksamkeit spannend ist. Weil wo er dann einmal ein, zwei, oder wo die Band dann ein, zwei Songs durchgespielt hat, habe ich gedacht. Oh. Ja, das war der Moment, wo ich mich dann wieder unterhalten habe. Ja, schon. Und das ist schrecklich. Ja. Das war ein Albtraum, ja. Ja, dann sind wir ausgegangen, oder? Nach der ersten Masse haben wir uns ein paar Asien-Nudeln geholt. Weil drin hat es nur Rosen. Wir haben, glaube ich, sogar vor der Masse, oder? Nein, stimmt, hast recht. Ja. Also, oder war halber, ja, drum ist ja wurscht. Ja. Ja, aber bei dem Anstand ging es zu und dann sind wir zu den Asiennudeln gegangen. Und das war die beste Entscheidung überhaupt. Also bei dem anderen Stand hast du ein kleines Pizza-Ding gekriegt. Ja. Und die Asiennudeln, das war so ein Bottich, der halt wirklich eine presst hat, die Nudeln. Die waren sehr stark verdichtet und entsprechend eine gute Unterlage war das für mich. Also für mich echt top. Ja. Sagen. Ja, früher haben wir gesagt, die Roswürst muss man probieren, aber
Also, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, aber die waren ja mit irgendeiner weißen Soße oder sowas. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es gesehen und wir haben es angewidert, ehrlich gesagt. Und Weißwürst, kennst du mir gern vier teilen dafür, aber Weißwürst sind für mich leider keine gute Unterlage, weil ich kann nur zwei essen und dann wird es mir eh schlecht. Ja. Und dann, man braucht doch mindestens mengentechnisch vier Weißwürsten und zwei Brezen, dass du sagst, das ist eine richtig gute Unterlage. Ja, schon, ja. Ich mag die Idee vom Weißwurstfrühstück, aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingswurst. Da ich lieber Depreziner nehme oder Wiener, mag ich beides lieber wie Weißwurst. Ich glaube, jeder mag Depreziner lieber als Weißwurst. Wer sind die groben Weißwurst, die nur ein bisschen Wollwürst. Fetter sind? Nein. Es gibt zwar die sind wie Weißwurst, aber größere Fettstückel drin. Ne? Die heißen irgendwie anders. Also meine Oma hat die Arbeiter-Weißwürste genannt, aber ich weiß nicht mehr, waren das nicht Wollwürst? Nein, Wollwürst protzte, die haben auch nicht in der Haut. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ein Kalbsbrät und, naja. Ja, Unterlage haben wir uns dann geholt und dann ist auch relativ schnell schon die zweite Maus gekommen. Ja. Bevor wir die zweite Maus Intus gehabt haben, war schon der erste auf der Bank, auf dem Tisch und hat geäxt, das war sehr geil. Hat er relativ gut geäxt, muss man sagen. Und was hat, wie hat das, nicht Techtel, Mechtel oder nein? Wie hat die Band gehört? Tetrapack. Ja, sag ich irgendwas mit T. No. Tetrapack hat gespielt, war geil. Ja, am Gas gegeben. Richtig Stoff gegeben. Hübschen Sänger gehabt, das ist mir immer das Wichtigste. Wenig Los Brutales covered, was mich gewundert hat. Das war versehen. Na gut, die haben ja keine Zeit gehabt vor lauter Dream Cover. Ja, stimmt, der Dream Medley. Ja, ja, Meister Eder war schon cool gewesen. Nein. Eine Wiesenband hat es probiert und ist wahrscheinlich dann seitdem gecancelt worden. Ja, schon über der Menzel. Ja. Ja, und dann ging es eigentlich so dahin. Also ich kann das nicht sagen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, außer Bier gesoffen. Mir ist irgendwie der Auftritt von der Anja relativ lang vorgekommen. Also ich wollte damit nicht sagen, dass er sie Song hat, aber das ist, nimmt viel in meine Erinnerung. Also da sind wir natürlich vorgestürmt. Ja. Erste Reihe. Da bin ich, da hat uns irgendwie so ein Tussi auf die Bank gelassen. Ja. Und da gleich bin ich viermal auf den Fuß gestiegen. Ja. Obwohl sie guckt das. Also. Über das sechsmal an Titten gelangt. Ja. Also, aber voller Absicht natürlich. Weil du Triebtäter bist. Weil erstens das und sonst, dann darf sie sich nicht so geschlossen anziehen. Ja. Weil wenn sie keinen Ausschnitt hat, weiß ich ja nicht, ob da Brüste sind und dann was oder ob es nur so eine Luftpolsterfolie ist. Dann sage ich, Entschuldigung, habe ich mich verschaut. Naja, schon. Ja. Doch und die anderen fünf Tests waren um sicher zu gehen. B-Probe. C-Probe. Ja. Da bin ich raus. Zwei. Ja. Aber muss ich sagen, danke, Anja Bavaria, an der Stelle nochmal, dass du Meister Eder für uns angestimmt hast. Es haben echt viel mitsingen können. Ja. War geil. Allgemein viel Leute erkannt. Ja, schon viele Fotos gemacht. Mit viel Leute geredet. Manche zu lang geredet. Ja, stimmt. Aber, einen saulustigen Moment gehabt. Waren zwei Typen, auf deren Bank ich dann später noch gestanden bin. Also, war abgesprochen. Das waren zwei so 8-Meter-Typen. Ja. Die aber so breit waren, wie sie groß waren. Jetzt auch gewichtstechnisch in Summe. Ich wollte nicht damit sagen, dass sie trainiert waren. Und die haben halt dann nach einer halben Stunde gesagt, ob sie wieder auf einer Bank dürfen. Da sage ich, ja, freilich, kein Ding. Und die waren dann später wieder bei uns am Tisch und haben gesagt, mei, jetzt. Und da haben dann eben Fotos gemacht mit uns, weil sie halt gemerkt haben, dass wir da sind. Aber haben gesagt, scheiße, die habe ich doch vorher von der Bank runtergeschmissen, oder? Das ist mir eigentlich relativ nett gebeten, ob ich runtergehen kann. Das hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wer du bist. Dann sage ich, warum? Das war deine Bank. Ja, ist schon richtig so. So, ja, das ist völlig richtig. Ich wollte nur höflich sein. Ja. Hätte man nicht schmieren sollen, wenn ich hochkomme. Ja, nicht du, der Security. Ja, klar, dann sage ich. Na, raus ab, mit dem, ja. Ab. Und dann lacht er erst und sage ich, ab. Ja. Ja, der Security ab. Lacht nicht. Der hat nämlich Angst um seinen Job. Völlig, hat Angst. Ja. Er wird salzen. Ja, wir. Der Steuerzahler. Und nicht die Landwirte. Ja. Ist ja die, weil die wirtschaften China und eigene Tasche. Ja. Denen geht es alle jetzt gut. Das wollte ich schon lange mal sagen. Ja, wirklich sehr viel. Schlimmste, das war, der Fame ist mir zum ersten Mal seit langem wieder richtig zum Verhängnis geworden, weil der MJ und die losgezogen sind. Das war der Moment, wo wir weg waren. Mhm. Und wollten halt einfach Leute nerven. Du kennst das also. Ja. Du stellst halt einfach einen fremden Tisch dazu und redest mit einer und nervst das halt.
Ja. Und das haben wir 4-mal probiert und wir sind jedes Mal an den Tisch gekommen, wo sie mich erkannt haben. Ja. Und dann macht es halt null Spaß mehr. Ja, schon, ja. Weil dann finden sie es lustig und ich soll es auch nicht lustig finden. Ja. Sind sie denken, wer ist der kleine Wichser? Ja. Haben sie sich wahrscheinlich trotzdem denken. Ja. 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 Also es hat nicht nur Vorteile. Klar, das Geld. Das Geld ist ein Riesenvorteil. Ja. Und natürlich alles das, was man mit dem Geld kaufen kann. Nein, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie es ist, an der Schlange zum Stehen. Das ist auch ein Vorteil. Ich habe tatsächlich vergessen, was das ist. Ich sehe es nur bei anderen. Ja. Und denke mir, ah. Ja. Letztes Mal stand ich vor dem Aldi und habe mir gedacht, wo ist hier der VIP-Eingang? Ja. Ja, wo sind hier die Ding heißen? Also, wenn man sagt, ja, oder wer tragt mir jetzt mein Zeug zum Auto? Ja. Wo passiert das selbst hier? Tun? Ja. Naja, das ist cool, wenn man dann im Aldi zum einkaufen. Ja, gut, was ist sonst hier? Ja, ne? Naja. Ich dachte am Aldi einkaufen, wenn er teurer war. Ich finde, Aldi kenne ich mich gut aus. Naja. Gute Qualität, auch vom Fleisch her. Viele Bioprodukte. Naja. Das so viel noch zum Aldi. Und natürlich ein Riesenvorteil. Naja. Schuldenbräu, Aldi. Inzwischen, ich kenne nicht einmal mehr die aktuellen Preise, da hast du mir letztens gesagt, 59 Cent, glaube ich, inzwischen. Brutal zugelegt, aber Spitzenbier, schmaler Taler, 25 trotzdem Cent, Dosen. Immer noch günstiger wie viele andere Biere. Ja. Ist es Gustl eigentlich auch, also sind alle Biere teurer geworden? Mir war das jetzt nicht aufgefallen, dass der Sappi oder Gustl teurer geworden wäre. Oder haben Nein, ich glaube noch nicht. Also, nur Schuldenpreise zu. Ja. Nein, ich glaube, Carsten Augustiner kostet aktuell immer noch gleich viel. Also ich glaube so 220 Euro mit Pfand. Mhm. Na. Fairer Preis. Fairer Preis, ja. Das ist nix, ja. Gut, ja. Und also, dann sind wir noch ein bisschen rumgestrahlt. Ja. Und sind dann wir heimgefahren. Ja. Und ich war ein bisschen frustriert, weil ich so schön angeschossen war. Und die anderen waren nicht so motiviert wie ich, noch weiterzumachen. Aber dann ist Gott sei Dank mein Dad eingesprungen. Ja. Und wir haben noch bis 4 in der Früh mit dem Raum gesoffen. Ah, okay. Das war gut, ich habe mich extra abgeholt. Ja. Hat alles andere dafür abgesagt. Ja. Und, aber nächster war, sag ich, hätte auch gereicht bis 12. Ja. Muss ich gestehen, weil der nächste Tag war dann schon wieder anstrengend. Aber um 9 Uhr war ich schon wieder auf dem Heimweg. Hast du wieder? Alles gut, habe ich schon wieder fahren dürfen. Ja. Was echt strange war, ich war natürlich dann, also wir haben ja nicht wenig gesoffen. Nein. Und auf dem Heimweg ja auch gesoffen. Und bis mein Dad mich geholt hat, sind schon so 2 Stunden vergangen und habe mich dann mit Energy Drink über Wasser gehalten. Aber ich habe dann ganz normal die Geschwindigkeit mit ihm weiter gesoffen und irgendwie war ich dann so am. Das wäre, wenn es dann. Entschuldigung. Wäre, wenn es am nächsten Tag weiter saufst. Also ich bin dann nicht mehr besoffen geworden. Okay. Wahrscheinlich haben wir brutal aufgeführt. Nein. Ja, das so hat mein Tag geendet. Nein. Weiß nicht, was du noch gemacht hast. Nix mehr. Geil. Nein. Was du dir dann, was machst du denn, wenn man, wann waren wir dann 4? So war es ja, 4, habe ich 5. Hast du dann einfach hingelegt? Ja. Hast du dann bis morgen geschlafen? Ja. Das kannst du. Schon, ja. Also wann bist du aufgewacht? Nein. Nein, das ist so geil. Also ich bin einmal so um 4 aufgewacht, kurz, und dann gedacht, halt, jetzt ist 4, was machst du? Dann habe ich einfach weiter geschlafen. Da beneide ich dich wirklich drum. Das ist echt richtig, richtig stark. Was ist das? Frechheit. Ja. Nein, was ist egal, das? Egal, nein, kriegen wir jetzt nicht auf. Das ist echt krank. Also, ja. Oder einer von uns zwei hat ein Problem. Ja. Nein, hab dann geschlafen. Ja. War dann am nächsten Tag fit. Hast du noch was gegessen? Nein. Einen halben Chicken Burger noch. Von der Raststätte. Ah, geil. Ah, ich war klar, dass ich besoffen war, weil du hast das Pilz nicht dran. Ja, logisch, ja. Das ist logisch, ja. Ich weiß noch, was du auf der Heimfahrt irgendwie, ich weiß noch, gegen wen, aber einen 10-Minuten Rant gegen jemanden. Ja, gegen Ballett. Ja, Gott sei Dank hast du nicht zu Instagram kennen. Ja, also, du schon, nicht, ja. Also warst nicht auf Instagram zu der Zeit. Hat mich keiner provoziert. Mhm. Okay. Na. Dann kommen wir schon zum Thema, zum Thema der Woche, das Leben ohne Alkohol. Das ist mir einen Monat bevorsteht. Freiwillig natürlich. Und nicht, weil ich am Anfang des Jahres erhöhte Leberwerte gehabt habe und weitergesoffen habe. Ja, war ein hartes Jahr, alkoholtechnisch auf jeden Fall. Also, August. Ja. 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 Oder habe ich den Bluttest letztes Jahr gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Ja, das ist schon länger her. Also, du hast wieder angemacht. Nein. Warum? Das sagt mir genau das Gleiche. Hey, man. Ja. Stimmt, ja. Nein, ich meine deswegen ist es nicht, sondern einfach ein kleiner Reset. Und ja, werde jetzt
bietet sich halt der September an, weil da eh nichts ist. Ja. Nichts Wichtiges zumindest und auch keine Auftritte. Und dann sauf ich dann lieber wieder im Oktober. Mhm. Da, ja, gestern hätte er dann mal jetzt Wochenende ein Gig bis Dezember, glaube ich. Ja. Ja, ich darf mich normalerweise anschließen, aber es ist halt Urlaub. Ja. Da kann ich nicht. Ja. Aber das, man muss dazu sagen, da wird halt dann wenig so brutal Rösche sein. Ja. Sondern halt mehr so. Ja, ja, das war letztes Jahr, weil mir war es das Gleiche, da bin ich ja dann in Urlaub gefahren, wo du 2 Monate nichts gedürfen hast oder so. Ich weiß immer noch nicht, ob es 2 oder 3 waren, ja. Irgendwann kann ist. Aber ja, ist egal. Nur. Ja, da bin ich dann auch in Urlaub gefahren und ja. Dann macht es ja keinen Sinn nicht. Aber jetzt habe ich ja keinen Urlaub, ich fahre nicht fort. Das Krasse ist, also hast du einige Fragen vorbereitet, weil sonst würde ich nur kurz meine Gedanken zum Leben ohne Alkohol äußern. Naja, also die Fragen sind, was war besser, was war schlechter. Ah, okay, das also kann ich da schnell beantworten. Ja, also was kannst du erst deinen Gedanken zu Ende führen? Mein Gedanke ist einfach nur, dass es, wenn du, also es heißt ja immer, wenn du, dass ein Alkoholiker auch problemlos einmal mehrere Jahre nichts trinken kann, sofern er weiß, er kann danach wieder trinken. Ja. Dann ist es, also das, also es, das bedeutet, du bist nicht gleich, also du bist trotzdem Alkoholiker, auch wenn du jetzt problemlos einmal ein halbes Jahr nichts trinkst. Ja. Weil also die 2-3 Monate oder so, wo ich nichts getrunken habe, sind mir jetzt nicht schwer gefallen. Nein. Es hat 1-2 Events gegeben, wo ich mir gedacht habe, war schon nett. Nein. Aber wenn du vor allem jetzt einmal 1 Monat geschafft hast, dann ist es schon eigentlich relativ easy. Also ich war ja nicht in der Früh auf und will was trinken. Nein. Also vor allem, wenn ich nicht gesoffen habe. Nein, das ist tatsächlich dann, nicht. Nein. Außer ich bin halt im Urlaub. Also, ja, weil da gehört halt zum Tagesablauf dazu. Nein. Oder im Festival, das ist auch nicht so. Nein. Aber wobei, da musst du das machen. Ja. Weißt. Aber so jetzt, ja, 1 Monat braucht ungefähr die Leber, um sich zu regenerieren. Das ist dann schon mein Vorteil. Und danach halt wieder. Dann Vollgas. Ja. Und dann pfeife ich mir alles ein. Ja, richtig. Geht, ja. Dann komplett nur noch Jägersauf. Ja. Pur. Nur noch Schnaps. Ja. 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 Ja, was 2 Sachen verpasse ich, also Oktoberfest in der Theorie, da wollte ich heuer nicht hingehen, weil ich in der letzten Zeit echt, trotz, obwohl wir echt viel umsonst gegangen, auch viel geil versoffen habe. Also ich habe im Lehngreis ein Bierzeug, glaube ich. 300 Euro. 350 Euro versoffen. Stark. Ja. Und jetzt am Bartelmarkt wieder 120. Mhm. Und das war ja ein Abstand von der Woche gewesen. Also habe ich das, was. Ja, aber das kann, also das ist halt dann, ich weiß, aber da muss irgendjemand noch was clean haben trotzdem. Wo? Bartelmarkt, weil du hast ja keine. Also wenn du jetzt Sim Massen gesoffen hättest. Also eine Maske kostet 13 Euro. Ja, 91, also ja, 13. Sollte man dann, oder das bedeutet, das waren dann 91. Ja. Dann hätte es 30 Euro noch für Essen ausgegeben. Ja, also ich habe einen runden Pilzzeit. Ja. Ja, aber du hast nicht mehr, also ich meine, du hast keine Sim-Massen gesoffen. Also ich weiß nicht, ob ich es gesoffen habe, aber es kann schon sein, dass ich es gekauft habe, weil dann verliere ich wieder eine. Dann, also Sim-Massen. Also du musst dir bedenken, wir haben es, also in, ja, bei. Und ich war schon gut. Jede besoffen. Stunde Mass geht schon, gell? Ja. Ja, 14 halbe Festbier war schon auch. Und also ja, wie gesagt, also ich sage nicht, dass es nicht das alle dran gehabt. Ja. Weil ab und zu kaufst du auch nicht, das ist ja vor allem. Ja, und dann lass es ganz schlimm, wenn es stehen lässt. Dann lass es stehen, dann weiß ich nicht, wer er ist, dann flackt wieder irgendwas drin, dann fällt es vielleicht runter, dann verschützt ein bisschen was. Ja. Na, auch die runden Pils war auch gar nicht so billig, glaube ich, waren gleich für 25 Euro oder so. Ja, okay, dann Essen hat einen 10er kostet, die Fisch sind mir auch 5 Euro kostet. 5 Euro und ich habe noch 10 Euro im Geldbeutel gehabt. Ah ja, dann passt sie. Also habe ich 110 Euro gebraucht. Dann geht die Rechnung perfekt auf. Ja. Ja, das war schon auch viel Geld tatsächlich. Also, wenn du es da mal so vor Augen führst. Ja, und deswegen musst du es nicht unbedingt auf die Wiesn, oder? Ja, genau. Ja, weil da brauche ich mehr. Ja. Da kostet das Bier schon mehr. Bisschen ja, wahrscheinlich auch 15 Euro, oder? Ja. Also ob es jetzt 13 oder 15 Euro pro Master ist, das ist auch schon gut. Das Zugticket, dann fährt der Kurs auch nicht. Ticket, ja. Ich finde, das wird so Ding-Tickets geben, dass wenn du auf die Wiesn gehst, dass das kostenlos fahren darfst. Ja, schon, ja. Nein, ich weiß noch gar nicht, ob ich das Jahr auf die Wiesn gehe. Wann fangen denn die an? Im September. Irgendwann. Mitte, gell? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ja, und das Rosenheimer Herbstfest, das ist auch noch. Und da kriegst du mich dann nicht hin. Ich glaube, jetzt hat dann schon Anfang September. Vielleicht schaue ich dann da mal hin, weil da war ich noch nie. Das ist vielleicht gräbiger als die Wiesn, oder? Ja, ist schon als Zeit, dass einer brechend voll. Geil. Aber du hast nur eher eine Chance am Platz. Mit der Partyband. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt einen Spätz in der Wiesn, also da. Ja. Weißt du, muss ich da eben schon wieder was reservieren. Ja. Ja, das waren. Wir haben vorher schon einen Spätzle gehabt.
Der Franz. Stimmt, ja. Und da supportet. Ja. 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 Naja, was war besser ohne Alkohol? Meine Fitness wahrscheinlich. Du hast mehr Zeit. Also ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, wenn es darum geht, ein erfolgreiches Leben zu führen, ist ohne Alkohol tausendmal besser. Na, außer du bist Islamist. Weil dann steckst du die ganze Energie in Terrorismus. Ja, ja, stimmt. Dann ja, nicht. Aber recht, wenn du normal bist, wenn du Christ bist. Ja, richtig, Christ oder Hinduist. Hinduist, geht auch Buddhist. Auch in Ordnung. Ja. Oder normaler Moslem. Ja. Oder, na, die saufen, ja. Ja, die richtigen Moslems saufen, ja. die haben sie nicht so. Die, das ist ja alles eine Auslegungssache. Nein, das sind die Schlimmer. Also, ganz klar, also ich habe es ja in die paar Monate gemerkt. Ja. Also Fitness viel, viel besser. Ja. Also ich habe echt viel abgenommen in der Zeit. Das, wo ich sonst echt mich bemühen muss, ist halt einfach gut gegangen. Erstens, du hältst deinen Fitnessplan viel besser durch, weil es geht halt auch sehr viel Zeit verloren und Motivation, wenn du saufst. Und das Essen natürlich, weil dann haben wir auch schon tausendmal gesagt, umso mehr du saufst, desto mehr frisst du gleichzeitig am gleichen Tag. No. Albtraum. Ganz schlimm, ja. Und ja, mein Gott, jetzt für unseren beruflichen Alltag, wenn wir jetzt einmal Mucke machen und Film so betrachtet, da glaube ich, hemmt es uns jetzt nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Also in der insgesamt Motivationssachen zu machen, ist glaube ich schon. Ja, aber ich meine, wir saufen ja unter der Woche für gewöhnlich nicht so, dass wir unserem Job nicht mehr nachkommen können. Also, gut, Battlemarkt, zwei Tage mehr oder weniger verloren gegangen. Also war halb komplett. Ja. Dann war ich erst ab Mittag wieder einsatzfähig. Ja. Das ist dann schon mal sowas. Und du bist natürlich auch nie so einsatzfähig. Also der Montag ist eigentlich immer noch fit. Also wenn ich am Samstag sauf, bin ich am Montag schon. Also ich habe keinen Kader mehr, aber ich bin schon noch behindert. Auf jeden Fall. Das ist bei mir echt tatsächlich gar nicht so, Gott sei Dank. Das ist mein Glück. Ja, doch, da bin ich schon noch. Also da immer noch schwerer, mich zu konzentrieren, weil ich eh schon da. Ja. Und dann, glaube ich, war ich. Und insgesamt macht der kaputt dann im Kopf. Also es ist ein bisschen der regelmäßige. Es ist ein bisschen ein Downer, finde ich. Ja. Also ich finde, wenn es dann. Sagt er ja einen Trank von seinem Bier. Also wenn du so einen richtig geilen Suff gehabt hast. Ja. Und das Problem ist, jeder sehr geile Suff führt immer zu dem einen Punkt, wo es dann. Es ist erst selten so, dass ich dann sage, das halt war es genau perfekt. Genau perfekt lang. Ja. Weil in dem Moment, wo ich am Saufen bin, dann möchte ich einfach, dass es nicht endet. Ja. Und da geht es mir nicht einmal um die Menge an Saufen, sondern einfach ums Wachbleiben und da noch hin, da noch hin, da noch hin, das noch machen. Und dann erreichst du irgendwann immer diesen Punkt, wo du sagst, ja gut. Also wo du am nächsten Tag dann sagst, die letzten 3-4 Stunden waren nicht unbedingt notwendig. Und ja, und dann, wenn du halt aber wieder so ein ultra geisteskranke Zeit gehabt hast mit dem Saufen und halt mit tausend verschiedenen Leuten geredet hast, dann bist du halt, finde ich, die nächsten Tage erst einmal, ich weiß es nicht down, aber ich meine, vielleicht sind es aber einfach die Nachwirkungen vom Kader. Dann ist also Montagsdepression. Schützt der Endorphine aus, wenn du saufst und da eine gute Zeit hast und ein bisschen Party machst. Ja, und ich höre da nicht auf zum Saufen. Also ich saufe, bis ich raus bin. Ja. So, also ich habe da einen sehr, sehr wichtigen Termin und nehme es mir vorher schon 3 Wochen vor, dass ich sage, diesmal nur 6,5, dass ich am nächsten Tag einigermaßen klarkomme, weil sonst. Oder ist es halt jemand, ich bin auf jemanden angewiesen, um heim zu kommen, dann sage ich, okay, gut, dann gehe ich jetzt, weil ich halt ein faules Stück Scheiße bin und nicht allein heimkommen will. Aber sonst saufe ich, bis ich halt komplett voll bin. Aber, was ein großes Geschenk ist, ich bin halt nie so, also ich bin schon saubsoffen, aber natürlich auch auf jeden Fall Gedächtnislücken. Ja, ja. Aber ich bin jetzt halt nie so hilflos besoffen quasi. Nein, also, dass bestimmt, ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt halt hin muss oder dass ich nicht mehr heim kann. Ich weiß gerade, was ich schon einmal so erlebt habe. Also, ich habe es ja hier schon erzählt, also einmal mir komplett, da wo ich in der Nockergasse aufgewacht bin in Dates. Da warst du, da waren wir aber auch gemeinsam. Nein, da warst du nicht dabei, nein. Da war ich mit dem Kieler und mit dem Waschl und so unterwegs und mit dem Chris. Aber das ist dann halt das dann Hardcore-Schnaps über. Ja, da haben wir mit Jäger angefangen. Und mit Jäger aufgehört. Ja, ich glaube, wenn die Schnapshaufen da in diesen Mengen oder in Höheren Mengen, da haben wir das. Ja, wollte da gerade sagen, das liegt halt auch daran, dass ich halt hauptsächlich Bier sauf. Und da habe ich jetzt ja über 20 Jahre Erfahrung. Nein, nicht ganz 20. Oder bin ich? Ja, 15 Jahre. Gute 15 Jahre Erfahrung. 15 plus, Und da weiß ich ja ungefähr, was passiert. Ja.
Und dann, wenn es natürlich aber gleich richtiger Schnaps auf dem Anfang, vor allem am Anfang schon, dann. Nach wie vor, also früher, also als ich so 17 war, ist es echt krass, dass wir kaum Bier gesoffen haben. Mhm. Wir haben 2 Bier gesoffen und dann sofort zum Schnaps übergangen. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich war damals nicht so besoffen. Aber ich habe dann Videos von mir gesehen, eben, wo am 4 in der Früh das Licht von einem Telefonstreich jetzt am Spielen und ich habe mich selber kein Wort von mir verstanden, so gelallt. Und auch mein Blick, also das ist schon krass. Ja, das macht Schnaps da sein, gell? Feuerwasser. Ja, Teufelszeug. Ja, aber, um jetzt wieder die andere Seite. Ja. Also, ich glaube, also für mich war es aktuell keine Option, nichts zum Saufen für lange Zeit. Ja. Ich glaube, am schlimmsten ist, wenn du wirklich nicht mehr kannst, mein Test ist gesundheitlich. Ich glaube, dann würde ich wirklich in eine Depression verfallen. Ja. Oder halt auch wechseln. Gar keine Warnsignale. Nein. Ja, ganz ehrlich, aber sagen wir doch mal ehrlich. Ja, schön. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, also was macht Alkohol mit uns? Alkohol lässt uns ein ganz kleines bisschen das, was uns von der Gesellschaft, Kid Rap, aufgezwungen wird. Diese ganzen moralischen Zwänge mal kurz vergessen. Ja. Ein klein bisschen vergessen. Und ich meine, ich bin ja jemand, der einfach nicht. Ich darf nie auf andere Leute zugehen. Mache ich absoffen Seiten. Ja. Dafür ist dann der Harry perfekt, weil der Harry ist großartig. Der Harry geht einfach immer zu irgendeiner Gruppe hin. Und ich gehe halt dann hin, weil der Harry da ist. Ja. Und dann kommst du da ins Gespräch. Ja. Also, nein, aber das darf ich halt. Also das darf ich halt besoffen. Du bist durch. Da jetzt gelaufen und hast jeden gefragt, was sein Sternzeichen ist. Ja, stimmt. Das war ja auf den Döner gewartet. Ja. Und hast dich über sein Sternzeichen lustig gemacht. Ja, gut, wenn er Skorpion ist, was immer. Ich sage nicht, dass du im Unrecht hast. Nein. Aber das darf ich sonst nie nüchtern machen. Ich darf nicht aus dem Haus gehen. Nein, null. Gar nicht. Ich schätze halt, wahrscheinlich sucht man sich dann andere Wege, die einen glücklich machen, irgendeinen Sport oder was. Habe ich probiert, macht mich nicht glücklich. Ja, null. Nein. Ja, also das ist die Frage. Wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren, um zu schauen, wo die wahre Erfüllung ist. Also ganz schwierig. Ja, also sowas wie unsere Auftritte, das, wenn du komplett nüchtern machst. Und das ist ja schon was, wo ja im Idealfall auch Dopamin ausgeschüttet wird, weil die Leute dann, das ist jetzt so geil. Ja. Aber das ist ja dann halt nur ein Teil davon. Ich brauche ja viel Bausteine. Und wenn dann jemand sagt, Klaus Brutal ist, jetzt seid ihr gar nicht, denke ich mal. Oh ja, du. Ganz genau. Ja. Also ganz schwierig. Ja, ich hätte viel Sachen nicht erlebt. Also ich hätte viel weniger zum Verzeihen, wenn ich nicht gesoffen hätte. Weil dann, wenn es jetzt so ein, stell dir mal vor, so wie wir in Amerika sind und du wirst halt, das ist ja wie wenn du mit deinen Eltern als Kind vorgefahren bist, dann schaust du nur die ganze Scheiße an, dann passiert nichts Lustiges, außer dass vielleicht. Essen ist noch was ich fast genauso gern mache. Schon, aber das hat ja keinen Effekt nicht auf das, was passiert. Sondern da ist bin dann, ich irgendwann satt. Ja, das ist dann das Lustigste, dass man falsch abgebogen ist. Oder so. Und das passiert wahrscheinlich nicht, weil ich nicht besoffen bin. Nein, stimmt, wie soll das passieren? Na, das war ein Albtraum, insgesamt viel so Familienfeiern und sowas. Also, Ja, ich verstehe genau, was na. Man empfindet Dinge daher ganz anders, wenn man besoffen ist. Ja. Also ich liebe ja Musik. Ja. Ich höre sehr gerne Musik. Das kann ich nüchtern, gut. Ja. Aber besoffen Musik zum Hören ist irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, ich glaube, dass wahrscheinlich viele Drogen dafür sorgen, dass du einfach einmal dass auf du freier auf denkst Sache einmal kurz. Ja. Oder dass du dich auf eine Sache konzentrierst und dir halt einmal nur das zulassen kannst. Und es fühlst halt bei Musik, finde ich, auch nochmal mehrer dann. Ja. Und Joggen. Autofahren. Viel besser auf jeden Fall. Viel besser, Also ist alles einfach ein bisschen entspannter. Ja. Und Bier schmeckt halt auch köstlich. Ach, ich liebe Bier. Ja. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Ja, ich habe noch Alternativen aufgeschrieben, also so, ich meine jetzt an Suchtmitteln, aber da gibt es halt auch nichts, was so, also zumindest für mich so gut funktioniert wie Alkohol. Weil Kiffen ist einfach nur, also es ist ganz cool einmal zum Kiffen, aber, also cool ist das falsche Wort, es macht mich auch dumm, sagen wir so, aber anders. Also erstens wird man davon langsam, es ist nichts, was so,
wo du halt so wirklich in Gesellschaft machst und dann trotzdem noch was voneinander hast. Ich rauche nicht gern, ich hasse Rauchen. Mhm. Ja, und alles andere ist auch schwierig. Also, ich weiß nicht, warum ich mich so drauf eingeschossen habe, Kiffer zu hassen oder vor allem Kiffen zu hassen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen der Frust, weil es bei mir einfach nicht in der Form wirkt, wie es wirken soll oder wie es bei anderen wirkt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist. Also, viele sagen ja, das ist mega geil. Es ist mega geil und dann. Aber es gibt nichts Schrecklicheres, wie sich besoffen mit einem Bekifften zu unterhalten. Mischkonsum. Zauberwort. Nein. Achso, ja. Ja. Und dann kriege ich wieder dieses Lachen. Ja. Da werde ich sofort sauer. Da werde ich direkt fad. Ich glaube, dass Kiffer und Säufer nicht harmonieren. Mischkonsum, ja aber das sind zwei Welten. Ja. Wenn jemand hauptsächlich kifft und einer hauptsächlich sauft, das ist wir da oben. Da bin ich froh, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Da sage ich dann auch, wenn ich das ein paar Kiffer sehe, dann sage ich, hey, da waren Terroristen, Bombe drauf. So, gar nichts dafür. Ja. Kommen wir zu den Los Brutalos Favorites. Mhm. Wenn wir uns jetzt einig, dass ich einfach weiter sauf. Ja. Hast du jetzt den Monat lost jetzt auch, oder? Ja, klar, ja, völlig, ja. Schauspieler habe ich Los Brutalos Favorite. Okay. Deutsche. Schwan, Bastard. Nein, das kann ich nicht machen. Nein. Ja, Til Schweiger. ich kenne die Namen nicht für die deutschen Schauspieler. Mein Lieblingsdeutscher Schauspieler ist Moritz Bleibtreu. Ja, das ist gut. Der ist zwar aktuell, glaube ich, nirgendwo mehr vertreten. Ja. Aber das ist, glaube ich, der einzige gute deutsche Schauspieler. Ja, er gut in seiner Rolle, der Tony, also der vor Blocks spielt. Ja. Und ich finde nach wie vor ich weiß auch seinen Namen nicht, der wohl den Deutschen bei vor Blocks spielt. Den finde ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, der auch schon brutal nuschelt wie in diesen Serien. Und alle in diesem Podcast. Ja. Also, ist ganz schwierig für mich eine Rangliste, aber seit Good Will Hunting ist irgendeinem Grund einer meiner Lieblingsfilme, ist Robin Williams. Mhm. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, weil es da diese eine Szene gibt, wo es beide am See auf der Bank hocken. Wer ist der andere? Matt Damon? Ich hab Good Will Hunting gleich nicht gesehen. Also so wie Matt Damon spielt mit und Ben Affleck. Ich glaube, das ist Matt Damon, der junge Matt Damon. Ja. Und also alle drei spielen da unendlich gut. Aber diese eine Szene, schaut es euch, oder gibt es diesen anderen Satz, dass du kannst nichts dafür. Ist das doch Good Will Hunting? Ist schon Good Will Hunting, oh Gott. Irre, also auch von Robin Williams, das ist so zum Spielen. Ja. Geisterkrank, dann mag ich Edward Norton sehr gern aus American History X und Fight Club. Ja. Aber wenn ich Fight Club bis heute nicht verstanden habe. Ja. Wir sind jetzt einmal, so wie 12 aufzählen. 2, ja. Darfst du mal 2 aufzählen? Ich mag einen Brad Pitt, auf jeden Fall. Ja. Weiß nicht warum, aber ich mag auch seine Filme, weil ich finde, er wirkt wie so theoretisch wie ein Saubermann, aber seine Filme sind schon oft geisteskrank. Mhm. Das mag ich an ihm und auch wie er spielt. Ich mag auch gerne in Kombinationen mit Überraschung. Ja. Also, Leonardo DiCaprio. Der geht auf jeden Fall ganz weit. Ja. Ich weiß nicht, ob es der Favorite ist, aber ich glaube, ich weiß, wer auf jeden Fall ganz weit vorne dabei ist bei dir. Okay. Wenn ich jetzt sage, wer, dann wäre es stimmt. Leslie Nielsen. Tom Hardy. Ja, und Tom Hardy, stimmt, ja den mag ich auch. Ja. Also. Ja, das ist immer eine Mischung. Oft macht es auch der Film irgendwie, dass man halt, oder die Filmwahl für die Schauspieler, weil wenn jetzt jemand so ein super gutes Drama spielt oder so, dann. Oder ein Drama geht noch, ich schaue immer gerne Drama noch. Mhm. Aber ein Liebeskomödie, wo manche sagen, oh, das ist ein Dahinschmelzen, und dann verpisst dich halt mit deiner Liebesscheiße. Ja. Dann Riesen. Leonardo DiCaprio, Alter. Wir kommen in so viel erfolgreichen Filmen, so großartig spielen. Naja. Und dann aber dennoch, sage ich mal, so wenig. Ja. Oscars. Das musst du erstmal schaffen. Ja. Also, das ist unfassbar. Wofür hat er denn jetzt gekriegt? Für
Da war den Jäger, Revenant. Ich habe nicht für The Revenant einen Hit gekriegt. Echt? Ich gedacht schon. Ah, kann sein, aber der Titanic war auch er. Ja. Django Unchained. Ja. The Wolf of Wall Street. Was ist denn los mit diesem Kerl? Also das sind ja alles legendäre Filme. Ja. Ryan Reynolds. Ja, stimmt, der ist auch einer. Ja. Ich mag auch sehr unbekannt. Die weiblichen Schauspieler. Ja, ich habe extra Schauspieler aufgestanden, ja. SchauspielerInnen. Ja. Ah, okay, Gott sei Dank. Ja. Ich hätte es nicht lange überlegen müssen. Megan Fox spielt sehr gut. Ja. Nein, für die das jetzt nicht verstanden haben, ich finde sie relativ scharf. Ja. Fand sie scharf. Wen ich auch gern mag, es hat zwar nicht so viele Rollen, das ist ein so guter Schauspieler, als der Seth MacFarlane auf jeden Fall. Mm. Und der Mark Wahlberg mache ich auch gern zu. Ist ein bisschen trashig ab folge und zu. Folge ihm niemals auf Social Media doch, dann. Ja, ist mit seiner ganzen Christenscheiße die ganze Zeit. Ja. Ja, sehr viele Produktplatzierungen in seine. Und er jeden Sonntag betet er so ein Kristallkreuz. Oh ja, ganz schlimm, ja. Ja, bei weiblichen Schauspielern. Ich kenne den Namen nicht. Da habe ich einen ganz Julia klar. Roberts. Ja, nein, Melissa McCarthy. Ja, klar, ja. Und natürlich Rebel Wilson. Ja. Wer beide sind? Ja, klar. Nein, Rebel Wilson ist die Fette von Pitch Perfect. Ja, und die Melissa McCarthy ist die Fette in alle anderen. Sie ist dessen Fett, was Samuel L. Jackson in Schwarz ist. Ja. Also wenn irgendwo ein fetter, lustiger Mensch spielt, immer Melissa McCarthy. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von Sandra Bullock. Nein, ist ja für den männlichen. Also. Der Seth MacFarlane ist ja der Ding, der Family Guy. Ja, Macher. Wie heißt der eine, der im echten Leben so ein wahnsinniger Unsympath sein soll? Ach so, ja. Der war bei The Wolf of Wall Street. Ja. Wolf of Wall Street mit Spital. Liebe ich. Ja, fuck, wer ist da? Oder der Typ, der sagt, ich komme auf deine Kunst, ich komme auf. Ne, du meinst Seth Rogen wahrscheinlich? Seth Rogen war und den anderen halt. Ja, der hat auch viel gute Filme. War Dogs ist er dabei. Ja. Scheiße, ja. Mir fällt jetzt gar nicht ein. Channing Tatum. Haben wir vergessen. Ja. Ding ist auch noch gut. Wann haue ich ihn raus? Ja. Robert Downey Jr. Ja. Mag ich gerne in Sherlock Holmes und in Iron Man natürlich. Ja. Ich finde manchmal ist es halt nervig. Also ich kenne ihn hauptsächlich als Iron Man. Ja. Und das ist für mich so eine prägnante Rolle, dass mich nervt, wie beim Harry Potter Schauspieler, dass er andere Rollen spielt. Radcliffe oder der Daniel. Ja. Ja, das ist so. Nein, aber der ist ganz ehrlich, der war in ein paar andere Rollen, gell, der Radcliffe. Ja. Vor allem in dem einen Film, wo er Leiche spielt. Ja. Muss ich auch mal nachschauen. Und ich glaube, einen Film, wo er Pistolen an die Hände hineingekriegt hat. Ja, ich glaube, er muss so geisteskranke Rollen annehmen. Ja. Damit er sich da irgendwie lösen kann von seinem Ding. Hast du jemals, hat Hermine Granger irgendwo noch bei einem? Ich glaube, keiner von den Harry Potter Schauspieler sonst. Ja. Ja, so passt. Ich habe jetzt keine Top 5 gehabt, aber ein paar gute Schauspieler habt ihr jetzt von mir. Entweder oder. Ja. Wohl ein bisschen Beef. Ja. Paulaner oder Flötzinger Spezi. Ah, du Bastard. Ja. Du Dreckschwein. Ich gehe der Abwechslung wegen mit Flötzinger. Okay. Aber. Ja. Das Einzige, was an Flötzinger ein bisschen schlechter ist. ist, dass er ein bisschen weniger Kohlensäure hat. Aber aktuell ja auch mehr da. Weil ich mehr Paulaner tatsächlich. Ja. Ich kann es wirklich ganz ehrlich. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde mir den Kopf schießen. Ja, das glaube ich einfacher. Paulaner hat jetzt danach in die States expandiert. Oh, glaube ich mir für sie. Auch hast du nicht Spezi, sondern irgendwie anders. Sunset oder irgendwie so. Ah, nicht blöd, wegen der Mischung. Mhm. Klug. Weiß oder Rotwein? Rotwein. Ja, bei mir. Ja. Scheiße auf Weißwein. Jetzt wird's. Ist ja kein Fisch. ja. Nadel oder Laubbäume? Laubbäume all the way. Ja. Weil Nadelbäume sind so langweilig, den ganzen Jahr immer das Gleiche. Ja. Dann
als Hausbäume, als Indoorbäume, hast du immer das Geschießen und Nadeln. No. Und ja, wer spendet mehr Schaden? An wem kannst du besser aufhängen? Ja, alles stimmt. Ja. Stimmt, Drecksnadelbäume haben nicht einmal richtige Äste. Ja. Und ich habe das Gefühl, die harzen mehr. Ja, schon, ja. Und also ich schau mal, ich kann halt, ich sag mal, einen Nadelbaum kennst du alle. Ja, schon, ja. Und nur so ignorant, die ganze Zeit irgendwelche Zapfen wachsen lassen. Ja, du kannst nichts vom scheiß Nadelbaum fressen. Nein, wahrscheinlich Zapfen. Ja. Ja, mag ich nicht. Mag ich schon lange nicht mehr. Nein, also ja. Ja. Richtig dumme Frage. Sido oder Samy Deluxe? Sido. Besserer Rapper, glaube ich, wahrscheinlich Samy Deluxe, aber. Na, mehr Hits. Also, der hat mir zu viel Message und der Sido ist ein richtiger Säufer, das mag ich. Ja, ich glaube, dass der Sido mehr Impact auf mein Leben gehabt hat, also von der Musik her. Ich habe noch Masken auflassen. Ja, das war ein gescheiter Gring, gell, der schöne Wurf. Glaubst du, dass irgendwas unter einer Maske stecken kann, wo die Leute dann nicht sagen, ahu? Außer bei Rey Mysterio. Ja. Das ist echt hübsch. Ja. Aber du bist immer enttäuscht. Also, ich glaube, der Chiago, kompletter Heslon. Ja, klar. Lance Butters. Wir haben nur Masken auf. Nein, ich bin raus. Antifuchs oder Masken auf. Deadpool. Oh Gott, Masken auf ist. Ja. Na, ARD oder ZDF? ZDF. Ja, der ZDF. Ich kann aber nicht sagen, warum. Ich kann nicht begründen. Irgendwie mag ich es, irgendwie sind sie mir sympathischer. Ja. Ja, gut, die haben jetzt sowas wie ZDF Neo. Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja. Das war schon. Was? Wann ist 5? Das waren 5, ja. Time flies. Crazy, crazy, crazy. Das hätte ich gerne als Einspieler. Ja. Aber das kriegen wir raus. Ja, wir müssen so Buttons. Immer so, jetzt dann Los Brutalos Favorites. Ja. Entweder oder. Du hast jetzt 3 Wochen Zeit. Ja, schon. Werde was machen? Zuschauerfragen. Glaube ich. Also, eine war ja, ob wir auf dem Bartelmarkt waren, deswegen kennen wir nur 3. Also, wir waren auf dem Bartelmarkt. Weiß es nicht. 99% von euch haben das ja auch mitgekriegt. In welcher Zeit waren wir? Schneiderzeit, oder wird das kosten? Ja, das haben wir. Spaten geben. Leck mich am Arsch, Spaten widerlich. Außer also wird es ein Sponsor. Ja. Volles Bier. Super Sponsor. Bier. Lecker. Danke dafür. Gerne. Meine Kopf ist aber Ewigkeit auch gefühlt. Schon seit lang da, glaube ich. Ja. Was macht sie gegen Trauer, hat einer gefragt. Das war die einzige normale Frage. Ja. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die mal mit rein. Passt perfekt zum heutigen Thema. Ja. Ich war nämlich sehr traurig, bis ich das gekriegt habe. Ja, richtig. Ey, ich schwöre es euch, schaut euch das Thema. Wenn mich da guckt. Naja. Was ich gegen Trauer mache, ich bin der klassische Friss-Äußer-Mein-Ei-Typ. Ja. Aus mehreren Gründen. Erstens, ich bin der Meinung, dass man anderen nicht helfen können. Ich glaube, dass man ein gutes Gespräch nicht helfen kann. Mm-mm. Und ich möchte die anderen auch nicht meine Probleme belasten. Ich bin mehr der Typ, der versucht, Probleme anderer zu lösen als meine eigenen. Ja. Fragt mir irgendwas, ich kann euch gute Tipps geben, die ich selber gar nicht umsetze. Ja. Ich glaube, Ablenker ist gut. Also ich glaube, wenn es jetzt halt allein in deinem Zimmer vergräbst, ist das wahrscheinlich das Falsche. Trotzdem versuchen, unter Leid zu gehen und einfach was anderes zum Denken, glaube ich, kann helfen. Und ich glaube, dass es halt einfach eine gewisse Zeit dauert, wenn du wirklich so einen Trauerfall hast, dann wird das nicht von heute auf morgen, sondern das wird halt lang dauern. Im Endeffekt ist dieses, die Zeit heilt alle Wunden, genau eins. Und da steht jetzt 1000%, das ist einfach nur Verdrängung. Ja, schon, ja. Weil du vergisst das ja nicht. Ja. Es ist länger her. Und dann du verdrängst das immer mehr. Und Verdrängung du lebst ist das, halt weiter. Genau. Meine Oma hat das mal relativ treffend formuliert. Ich glaube, die hat in ihrem Leben auch mehr gesehen, als gerne hätte. Ja. Sie hat gesagt, wenn sie da alle Schubladen aufmachen darf. Ist manchmal ist nicht gut, hast du gesagt. Und meine Oma ist jetzt über 80 und echt zufrieden, muss man sagen. Also hat einen tollen Enkel. Ja. Ja, das war's. Guten Freund vom Enkel auch noch. Sehr guten Freund, den fast genauso gern mag wie der Enkel. Und ich glaube, es ist immer besser, wenn man sich auf die Lösung fokussiert und nicht das Problem. Also, das ist ja vielleicht ein Motivationspodcast machen. So, aber dann ohne Bier. Schau, wenn jetzt der Onkel in dein Zimmer kommt, die ein bisschen lotatscht, dann nicht jetzt das Problem so, sondern schnell zum Kämmer bringen. Ja, ich sage eher du lösungsorientiert, Wenn eine Frau, hätte der Friedo auch wieder raus. Ja, oder Mo, kann er. Wenn ein Mann oder eine Frau
sich nicht gegen einen Übergriff wehren kann, dann soll sie versuchen, es er und sie, oder sie versuchen, es zu genießen. Ja. Ist doch so. Na, einfach das Beste draus machen. Ja. Ich sag, ja. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann frag, wo ist der Gin Tonic? Kennst du schon. Yes. Fuck you. Ja. Ja, richtig sauer. Ja. Wo ist auf zu am Wochenende? Jetzt bin ich traurig. Oh, fuck, ja. Nirgends. Wird das das Problem lösen, dass die Trauer. Mit ist Verdrängung, auf. Ja. Indem ich. Wahrscheinlich jetzt so ein Spätzle fahrt der Marihuana auf. Ja, stimmt, ja. Mit einfach komplett behindert kiff. Ja. Also, ich sauf an dem Wochenende, glaube ich, werde ich auch relativ ruhig machen. Ja. Ich werde schön ein bisschen an den See fahren. Ja. Die das Wetter noch nutzen. Ein bisschen im Pool springen, ein bisschen grillen. Ja. Viel wichsen. Hauptsächlich. Oh, werde ich, oh mein Gott. Ja. Da wird mein Körper als Reflex einen zweiten Schwanz rauspressen. Ja, also ich habe nicht mehr genug Schwänze zum Wechseln. Das wäre richtig schlimm. Ja. Da werde ich aus Versehen diesen indischen Gott mit den vielen Händen heraufbeschwören. Ja, kein Nächster, keine Ahnung. You need a hand here. Ja. Also, ja. Ja, da kann aber dann auch jeder kommen, wenn er will. Also dann machen wir wirklich so eine kleine Wechselparty, weil ich kann ja nicht. Ja. Da lege ich mir dann einfach hier wie so eine läufige Sau mit den Zitzen. Ja, das wäre geil. Also ich glaube, das ist nicht mehr läufig, der schon Kinder kriegt, wenn die Zitzen so rausgehen. Ich bin ja kein Arzt. Wenn ich es nicht so legen kann. Das ist das Problem. Ja. Da haben wir das geklärt. Satz ja beim Rosenheimer Herbstfest. Nein, ich nicht. Ich wahrscheinlich schon. Ja. Wenn man der Kid Rap sagt, wo ich genau hin muss und ob es wirklich lohnt. Ja, ja, ich finde es ja eins für die gröbigen, coolen Sachen, wo trotzdem viel los ist. Und für die Größe sind die Fahrgeschäfte relativ günstig. Ich muss einfach nur irgendwo hin, wo mich möglichst viel Leute kennen. Ja, dann ist es in Rosenheim. Nein. Oder irgendwo in Bayern. Das ist eigentlich geil, wo. Nein. Nein, Rosenheim, klar, ja. Ja. Nein. Ah, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man vierstellig im Monat verdienen will. Das dauert immer, bis ich die Steine ausgerechnet habe, bis ich es visualisiert habe im Kopf, ja. Vorsteuer. Vor. Ja. Na, okay, Gericht der Woche. Habe ich dabei gefüllte Paprikaschoten mit Eiweißsoße. Jetzt pass auf, die sind nicht so zum Kotzen wie die, was du die Deutschen kriegst. Weil die nehmen das ja, haben das ganze Hackfleisch mit Reis in der Paprika und kochen das in der Soße. Nichts aber bei mir. Du nimmst die Paprika und ich halbier's schon mal so, also nicht so, sondern dass du zwei halber die hast. Ja, okay, finde ich gut. Ja. Dann nimmst du das Hackfleisch und das Hackfleisch machst du auch mit ein paar Oliven, die machst du ganz, ganz klar. Knoblauch, Eiweiß, ein bisschen Tomatenmark und dann Zwiebeln und dann tust du das braun. Und das kommt dann in die Paprika rein. Ja. Und du tust es aber nicht in der Soße dann vollenden, sag ich jetzt mal, sondern du tust es dann in den Backofen. Ah. Und es kommt nur auf jede Dinger schön Mozzarella drauf. Ah, jetzt hast du mich komplett. Ja. Und aus diesem Brät, glaube ich, nennt man das, oder was da übrig bleibt in der Pfanne. Ja. Ja. Machst dann noch mit Eiweiß und Sahne noch eine Sauce. Und da kannst du dann dazu machen, was du willst. Manche Kartoffelbrei, Reis, Nudeln gingen auch noch, aber jetzt nicht so geil mit Eiweiß. Ja. Tatsächlich dann da Reis eine gute Option. Mhm. Und ist relativ schnell gemacht und schmeckt sehr gut. Und tausendmal besser wie die Standard-Paprikaschoten, weil die halt die Paprika nicht so lapprig wird. Okay, weil das hasse ich immer an gefüllte Paprika, die Paprika. Ja. Aber ja, da die machen. Ja. Und auch so kannst du halt, wenn es wirklich ist, die Paprika einfach, kannst du das Hackfleisch herausliefern. Klar, das kannst du eventuell bei der anderen auch. Aber. Wir müssen, magst du dann vielleicht noch, ich werde das Rezept noch von unserer zweiten Folge, werde der Kampmann in die YouTube kommen, entweder die Kommentare Shownotes, oder die Shownotes reinhauen. Ja. Ja. Können wir, ja. Und hast du, ist dein ein Chefkochrezept oder selber gearbeitet? Meins ist ein Chefkochrezept, okay, Sehr gut, ja. Dann. Ich habe halt nur statt Auberginen Hack verwendet. Ja. Ja. Und statt nix Mozzarella. Ja. Und dann war es super. Ja. Das ist das Rezept der Woche. Fan der Woche habe ich der Martel 01 genommen. Das ist der wo, mit dem, wo wir beim Bayern-Dreh schon ein Foto gemacht haben. Ja. Mit dem haben wir auch lang geredet. Netter Typ. Habe ich gedacht, machen wir Battlemarkt, nehmen wir ihn mit. Ja. Fan der Woche geht an die. Hast du noch jemand anders? Nein. Ich glaube, keine, wo wir jetzt erwähnen wollen.
Was habe ich noch? Los Bratellos Secret Tip. Ah. Ja, ich glaube, letztens ist mir wieder was eingefallen, ich muss noch überlegen, also für das nächste Ding. Ja. Ja, du hast ja letztes Mal die Eisdealer gehabt. Genau, ja. Ja. War ich letzte Woche. Ah, und immer noch so gut. Immer noch so gut, ja. Was hat es gekostet, die Kugel? 1,70. Wahnsinn. Ja, und eigentlich der richtige Brecher. Ich weiß, also, ja. Hab trotzdem zwei genommen. Ja. Zwei Kugeln. Was heißt trotzdem? Also ich habe davor gegessen und war eigentlich satt, aber. Ja, also Eis ja. Ist wirklich anderer Mann. Ja, da gut, jetzt Banane, Nutella, saugeil. Also kannst du nicht sagen. Wenn du auf so ein Nutella-Ding stoßt, dann denkst du. Nutella-Ader. Ja, schon dann. Denke ich mal kurz, vielleicht nur noch das Eis essen, statt zum Saufen. Dann merke ich, dass ich mit dem Eis gar nicht zum Zieren aufhöre. Nein. Und dass ich das Eis auch nicht in der Früh will. Ich glaube, dass ich mir heute Eis da auch nicht esse. Los Brutalos Secret Tip von mir. Ich glaube, ich habe es da schon mal erwähnt, so wie das Pado erwähnt. Ja, ich habe es gerade erst gesagt. Ja. Also eine Pizzeria in Passau, mal irgendwas für die Niederbayern, dass es nicht einfach auch nur eure eigene Kacke ist. Fahrt nach Passau, da gibt es mehrere Pados, nehmt das, was am nächsten an der Uni dort ist, glaube ich, das trifft es ganz gut. Sehr gut. Ich schreibe euch, wenn ich da bin, damit ihr dann da nicht da seid, weil ich will in Ruhe mal scheiß Pizza fressen. Ja, und nicht die ganze Zeit Autogramme geben. Ja. Kann ich übrigens bestätigen, der Kitrap hat mir da schon zweimal fein ausgeführt, ja. In diesem edlen Etablissement und die Pizza. Also, wie soll ich es beschreiben? Die Pizza ist jetzt nichts, wo du sagst, das hat mein Leben verändert, aber es ist so eine unfassbar geil, solide Pizza, die du trotzdem noch woanders irgendwie nicht kriegst. Ja. Also, ich bin ja schon, also ja, top. Ja. Und auch die Größe. Ja, erstens ist es groß, ja, und ich mag auch, also was bei mir viel versauen, ist einfach das, die Tomatensauce, die wir da drauf haben. Und die haben irgendwie eine gute Tomatensauce. Gute Tomatensauce. Und that's it. So. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Eine gute Pizza. Aber du hättest einfach einen guten Döner. Und trotzdem machen die meisten, nehmen ein Dönerbrot und heben sie einen Arsch hin. Ja, scheißen hier einfach nur eine. 8 Euro bitte. Ja, mit und Schaf. Und dafür brauchen sie 40 Minuten. Mit Schaf. Ja. Trottel. Naja. Los Brutalos, nicht Secret-Tipp, der Döner in Lengres. Ja. Möchte hier wirklich nicht Rufmord betreiben. Winzig. Winzig, klar. Also geschmacklich gar nicht schlecht, aber du zahlst halt 14 Euro gefühlt. Gefühlt. Ja. Ist deine Meinung. Für einen Tapas-Döner, was der Kidrap so schön betitelt hat. Ja. Was steht die Woche noch an? Unser Song ist draußen, du bist im Urlaub. Hört euch den Song an. Wer bis jetzt durchgehalten hat, man kann jetzt unter unserem Video ist ein Link oder im Podcast, ihr könnt den Podcast supporten. Monatlich. Echt, oder? Ja, komm jetzt mal. Also wo? Bei Buzzsprout selber. Also da kannst du einfach was raushauen. Also bei YouTube oder wo steht das? Das ist einfach ein Link. Also das ist einfach bei Spotify? Das ist ein Melone und sein Podcast bei Buzzsprout hoch und der ist der Distribution, keine Ahnung, don't remember the German word. Ja, ja. Genau, und da kannst du jetzt drauf gehen, 3 Euro bis 10 Euro kannst du aus. Die meisten geben 10. Die meisten geben sogar mehrere. Custom. Ja, stimmt, der Custom. Ja. Aber jeder gibt es wirklich so viel wie der kann und mag natürlich, aber die meisten geben mehr als 10. Ja. Einfach nur, weil es doch echt viel Arbeit ist und so. Aber wirkt nicht so, klar. Ja, und aber müsst's auch nicht. Wir schneiden das an, wir nehmen das auf, wir machen uns vorher Gedanken. Ich habe hier einen ganzen Zettel. Das ewig, Druckerpapier. Ja, völlig, Druck, Patrone, die Mikrofone. Und ansonsten geht es im Oktober mit der Tour weiter. Da kannst du ja schon mal Tickets holen. Für die Leute, die uns das Jahr schon gesehen haben, wir möchten unsere Tour noch ein bisschen aufhübschen. Das sage ich jetzt und wahrscheinlich werden wir es genauso machen wie vorher. Aber vor allem, wie immer, Empfehlung. Also, wir müssen nicht alle nur zum Backstage kommen, auf keinen Fall. Alle anderen Konzerte sind auch geil. Aber Backstage, wie gesagt, für uns immer ein bisschen Highlight. Für mich immer ein bisschen Highlight. Und das ist eine ehrliche Empfehlung. Und es sind auch die Karten, die am schnellsten weggehen. Also, ich schätze mal, jetzt müsst ihr langsam euch beeilen, gell? Ja. Nein? Mein Nasen juckt. Ja, ist okay. Ja, von meiner Seite war es das. Von meiner. Dann kennt die letzten Worte, wie wir der wunderbare Harry anbringen. Danke.